Willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniel Kubik und wir befinden uns heute one day out zur IMBA Hungary. Und zwar sind wir hier im Gym aller Gyms, das Gym, perfekten Setup. Altbekannt, wir waren jetzt hier mittlerweile schon öfter und wir haben euch auch natürlich schon öfter mitgenommen. Heute gibt es eine kleine Pump-Session und zwar wird es einfach ein bisschen Oberkörper geben. Es gibt auch noch ein bisschen Beuger, Strecker und danach geht es auch schon ab zur Registrierung, denn morgen steht der Wettkampf an und ich brauche auf jeden Fall noch eine Farbe, weil, Digga, guck mal, blass wie eine Sau heute. Ne? Ja, nicht nur heute, schon die letzten Tage so gewesen. Ist aber schon richtig ungewohnt mittlerweile, dass ich mal hell bin, ne? Weil eigentlich war ich die letzten 7 Wochen großteils immer irgendwie noch ein bisschen gebräunt von der Wettkampf. Ja, aber wir haben auch jetzt seit, wie lange sind wir nicht mehr im Soli gewesen? Das ist auch schon eine ganze Weile her. Ja. Wir hatten ja da so ein bisschen Grundbräune gekriegt und jetzt über die Zeit ist das natürlich alles weggegangen. Das Schlimme ist, dass Kevin immer mitleidet, weil ich ihn ja immer mitnehme in Solarium, ne? Obwohl, wir haben die Kundenkarte gekauft. Wir haben die aufgefüllt mit Geld und was weiß ich und sind danach einfach nie wieder hingegangen. Ja, Mann. Und dementsprechend, wie gesagt, jetzt gibt es erstmal eine kleine Pump-Session. Ich muss auf jeden Fall gucken, dass die Carbs nochmal in die Muskulatur gedrückt werden, dass ich auch ein bisschen praller aussehe. Vielleicht gibt es heute auch nochmal einen kleinen Formcheck, one day out. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der Registrierung spätestens wieder. Also viel Spaß beim Video. Alright Leute, Gym ist durch, die Pump Session ist im Kasten, Pump Session Nummer 2. Ich muss auch sagen, im Vergleich zu der ersten Pump Session am Vortag kam auch heute, nachdem ich über 2 Tage einmal 830 Gramm und einmal 810 Gramm Kohlenhydrate geladen habe, schon ein bisschen mehr Pump rein und ich muss auch sagen, so das Stresslevel ist jetzt ein bisschen gesunken. Nichtsdestotrotz bin ich nicht so ganz happy mit der Form gewesen, in dem Sinne, dass wahrscheinlich noch ein bisschen mehr geht. Also zu Beginn der Pump Session habe ich einen guten Druck bekommen. Wir haben noch Platz. Wir haben noch Platz. Wir haben noch Platz. Geil. Ja, auf jeden Fall geht es jetzt ab zur Registrierung. Und zwar stehen wir gerade in Ungarn vor der UFM Arena. Hier wird der Wettkampf stattfinden. Bin gespannt, wie das Ganze aufgezogen ist. Ich habe gehört, die Deutsch- und Englischkenntnisse hier bei dem Wettkampf sind semi-befriedigend. Und dementsprechend mal gucken, wie das mit der Kommunikation klappt. Dann gibt es auch die erste Farbschicht schon. Und danach wird eigentlich nur noch gechillt und geladen. Also kann eigentlich nur noch besser werden heute, oder? Davon gehe ich aus. Ich glaube auch. Mal schauen, wie sich das Ganze hier verhält. Das sieht ja bis jetzt noch nicht so ganz vielversprechend aus, oder? Ja, die Bühne ist aktuell relativ nichtssagend. Man muss sehen, wie das mit den LEDs aussieht. Also anhand des Hintergrunds kann man vermuten, dass sie wieder mit LEDs arbeiten. Ja, mal schauen, wie eben das auch mit dem Tageslicht harmoniert. Ich denke mal, meinst du, die machen das zu irgendwie? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Ich denke, dass sie auf jeden Fall ihr Bestes geben werden, um das möglichst abzudunkeln, sodass eben nicht Tageslicht auf die Bühne kommt. Vorteil ist eben hier, dass alle die gleiche Farbe haben. Na, das heißt, man kann sich da keinen wirklichen Vor- oder Nachteil verschaffen und das
Also kann das Licht noch so schlecht sein, jeder hat hier trotzdem die gleichen Chancen. Ja, es ist auf jeden Fall vergleichbarer als bei Shows, wo jeder sozusagen für seine eigene Farbe sorgen kann. Geht's? Was sagt die Waage? 79,6. Ach was? Ja, okay. Du hättest dir die Pepsi vorsparen sollen. Also meine Freunde, wir sind jetzt bei der Registrierung durch. Ich habe jetzt einerseits den ersten Schritt gemacht und habe mir meinen Penning gebucht. Und dann sind wir an den Fotostand, habe dort Fotos nochmal gebucht, weil ich es einfach super wichtig finde, gerade in dieser spannenden Zeit. Also man macht ja nicht alle Tage einen Wettkampf, sich auch auf jeden Fall zusätzliche Fotos zu buchen. Jetzt neben den ganzen Fotos, die ich tatsächlich schon selbst mache mit meinem Team, sondern auch nochmal professionelle von Fotografen. Einerseits für mein Home Gym, andererseits aber auch für mich selbst, denn das ist einfach eine Erinnerung, die bleibt fürs Leben. Und dann gibt es auch so schöne Bilder, wie meine Freundin mir beispielsweise mal geschenkt hat. Genau, danach ging es ab zur Registrierung. Und zwar wurde ich heute eingewogen mit 79,6 Kilo, aber mit langer Hose. Dementsprechend denke ich, dass ich irgendwo bei 79 Kilo liegen sollte. Ich habe heute aber auch schon 4 Liter getrunken und habe auf jeden Fall auch schon einiges an Essen, Infos und auch schon einige Carbs drin. Und danach ging es ab an die Körperfettmessung mit FFMI, ausrechnen und so weiter und so fort. Kam auch hier raus bei einem FFMI heute von 25,2. Und damit sind wir eigentlich relativ fein. Also bis 25,5 war hier erlaubt, 25,2 hatte ich und dementsprechend bin ich jetzt safe. Jetzt gibt es erstmal eine kleine Mahlzeit. Was es gibt, das seht ihr jetzt. Wir haben hier meine kleine Reisetasche mit. Übrigens ist sie mega hässlich, Schatz. Also keine Ahnung, wo wir die her haben, aber... Ja, sieht schon scheiße aus. Sieht schon kacke aus, aber erfüllt ihren Zweck. Einerseits noch ein bisschen Wasser habe ich mit. Die Notfall-Reiswaffeln, extra gekühlt mit Kühlbeutel. Richtig nötig. Und der Reis hier oben aufgekühlt, einfach aus Prinzip. Aber hier geht's drum. Und zwar habe ich mir hier ein wunderbares Meal mitgenommen. Kevin, was gibt es? Rat mal. Ach, ich glaube, muss ich das sagen, Bruder? Reis, Korn, Banane, Tim, also ihr kennt den Star. Das Meal haue ich mir jetzt rein, ist die Mahlzeit Nummer 4 für heute. Und dementsprechend sollte ich auch so langsam, aber sicher voll werden, denn es ist nicht mehr lange bis zum Wettkampf. Ich lasse mir das jetzt mal schmecken und danach geht's ab in die Tanningzelte, weil wir warten jetzt hier schon 1,5 Stunden auf das Tanning. Das ist eigentlich absolut. Das ist eigentlich frech, ne? Das ist sau frech, wirklich. Frechheit. Vor allem hier stehen, seit wir hier sind, 5 Leute. Ja. Also es sind 3 vor mir jetzt gerade reingegangen und alle anderen warten immer noch. Und es sind nicht mal viele da, ne? Ja, das ist ja das. Egal, hau rein, Mann. Bitte schon. Ich esse und beruhig mich. Ein neuer Tag ist angebrochen. Die Leute sind noch etwas müde. Der filmt schon wieder. Und ich film schon wieder. Paparazzi überall. Lass mal nach dem Champ gucken. Da ist er. Der gute Bub. Was geht? Was geht ab? Alles gut? Jo, Bro. Ja, was heißt semi-gut? Also, ich finde es relativ schwierig, meine Form dieses Mal zu beurteilen, muss ich sagen. Gestern Abend fand ich es eigentlich doch schon ziemlich nice. Heute Morgen bin ich dann aufgestanden, habe schon gemerkt, irgendwie mein Kopf ist so ein bisschen wässrig. War auch sehr müde tatsächlich. Also wieder. Wie lange hast du geschlafen heute? Heute waren es 6,5 Stunden, aber ich war 4-mal wach. Ach was? Ja. Ja, grundsätzlich, Farbe ist auf jeden Fall drauf. So, ich bin jetzt nicht unlean oder so. Beine. Man sieht das natürlich, Digga. Ja. Also es geht schon, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass ich ein Tickenspilt bin. So ein Ticken. Tickenspilt? Ja. Also das heißt, wir fahren heute vielleicht einen kleinen Gang zurück oder wie ist das geplant? Er hat gesagt, so, es wird sich wahrscheinlich mit Reduktion der Ermüdung wahrscheinlich nochmal regeln. Könnte auch sein, deswegen jetzt erstmal hier kleine Werbeeinbindung. Hast mich gerade erwischt. Was ist das denn? Ashwagandha? Ah ja gut, Ashwagandha, Stresslevel senken und dann... 1000 Milligramm jetzt vor der Fahrt. Dann das ist aber ganz ungewöhnlich für dich, dass du das schon mittags mit 1000 Milligramm jetzt reinfährst. Ja, ne? Wir müssen ja hier Vollgas geben. Nee, ich versuche jetzt wirklich bestmöglich runterzukommen. Ich denke, das regelt sich mit Stressreduktion, weil ich jetzt dann doch gestern ein bisschen sehr viel gestresst war, obwohl es eigentlich gar nicht so viel zu tun war, aber mit der Farbe, ne, 3 Stunden auf das Tending gewartet. Dann, ja, es ist halt so eine Unruhe. Das ist nervig. Ja, so, ja. Dann wurde es doch alles wieder sehr, sehr spät. Ich wusste, ich muss auch die Kühe eigentlich üben und so weiter und so fort. Und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich sagen würde, jetzt muss ich auf mich achten.
Dementsprechend, ich mache mir die Fahrt zunutze. Wir haben ja jetzt auch noch 7 Stunden, bis ich dran bin. Also da Füße einfach hochlegen, ab und zu mal durchflexen, Glykogen nochmal halt eben ein bisschen abrufen, beziehungsweise die Carbs in die Muskulatur drücken, denn wir laden heute tatsächlich weiter. Also ich habe heute noch insgesamt 4 Mahlzeiten vor der Show mit erste 170, 150. Ja, was haben wir denn in Summe? Also 600 Gramm Carbs vorher flattern nochmal rein. Perfekt. Dementsprechend kann es nur prall werden. Also prall. Also du bist Fall. Sowieso schon prall. Du bist ja. Sowieso schon prall. Jetzt müssen wir nur diesen Spirit-Look rauskriegen und dann ist die Sache eigentlich geritzt. Dann ist es geritzt. Also zieh dein Ashwagandha weg und wir machen es gleich auf die Socken, Mann. Code KWK für 10%. Burak Yilmaz, bitte zur Information. Burak Yilmaz, bitte. Gott. Der antwortet mir mit Absicht nicht. Was hat sie gesagt? Was hat sie gesagt, Bro? Arina, was hast du gerade für einen Spruch gebracht? Was du heute kannst, dich erledigen. Das schiebst du einfach auf den Mund. Heute ist ein guter Tag. Moin, was geht? Der Marktschreier ist natürlich wie immer am Start. Das ist er. Du bist der Marktschreier. Ich bin der Marktschreier, ja. Ich mache heute wieder richtig Action. Muss das sein. Alleine für seine Schwester, die hat gesagt, wenn ihr mich nicht im Video hört, dann gibt es natürlich auf dem Schädel. Man wird dann dich auf jeden Fall sehen. Dann wird poliert, Alter. Dann wird richtig poliert. Proteinsynthese am Laufen heute. Proteinsynthese am Laufen heute. Ganz wichtig, ganz, ganz wichtig. Was sagst du, bist du zufrieden mit der Farbe? Bisher ja, es kommt mir ein bisschen dunkel davor, aber... Ja, ich find's richtig geil eigentlich. Was sagt er? Sieht gut aus. Ins Gesicht läuft. Also wenn Haarspray ins Gesicht läuft, dann wird's richtig eklig. Ne, im Mund. Ja. Und die Augen. Obwohl ich weiß nicht, ob die Farbe besser ist oder das Haarspray dann. Beides wahrscheinlich nicht so geil. Evo, Craft, ihr wisst Bescheid, mit dem Code KWK immer die besten Rabatte sparen für einen ordentlichen Kampf. Danach gibt es ein bisschen Musik rein, jetzt wird der Fokus reinkommen und dann geht's ab auf die Stage. Also jetzt ein bisschen warmer.
was geht? Oh, also mir geht's gerade richtig gut. Ich werde hier seit gefühlt 20 Minuten passieren. Das habe ich gar nicht gezeigt noch. Mit Keks. Mit Keks! Ja, aber also Alina macht heute auf jeden Fall einen fabelhaften Job. Als Betreuerin kann man nicht anders sagen, egal was. Habe ich sie anders gemacht? Du hast anders gemacht. Also. Kommst du an mich gegen Ja, nicht so bescheiden. Also ich glaube, Kevin liegt ja mit hinter der Kamera so. Also was die Alina in dieser Prep leistet, das kann man eigentlich, oder du auch. Also ich glaube, wir können schon sagen, wir arbeiten immer als Team. Und ich bin nicht der Einzige eigentlich. Klar, ich stehe auf der Bühne letzten Endes, aber bei Formel 1 fährt auch nur einer die Kamera und trotzdem hört das ganze Team mit und so. Das heißt, das ist auch ja, du brauchst immer einen, der dir die Reifen wechselt. Genau. Und dein Auto tankt. Oder halt eben den extra Push gibt im Training oder halt eben aushilft, wenn, wie gesagt, Tank leer ist, habe ich die Leute hier am Start und dementsprechend ist auch die Leistung meistens halt noch am Ende passend. Ne? Also wir können ja mal sagen, wir sind hier gerade Umgang mit 15, 20 Leuten. Ja, so bin ich auf jeden Fall. Einfach 12 Stunden Autofahrt irgendwie, kommen hier, keine Ahnung, knapp 20 Leute, da kommen hier die Tränen, die Aule, das ist geisteskrank. Diesmal hast du uns sogar gehört. Diesmal hab ich euch gehört. Das ist schon geil auf jeden Fall. Richtig geil. Ja, deine Stimme hört man auch wieder. Ja, ich bin wieder fertig. Aber es ist auch im Livestream so gewesen, ne? Die Leute haben auch gesagt, Alter, wie die rumschreien, ist nicht normal und sowas. Weil der Peter hat das Handy gehalten, während ich halt mit der normalen Kamera. Der Peter hat das Handy gehalten, ja. Ich hab die ganze Zeit auf Beat, der macht die ganze Zeit so. Sehr korrekt. Aber wir gucken mal, jetzt gleich Finale für Stand Gesamtsieger steht. Ich sehe dich da, ich sehe dich da. Ich glaube alle. Hoffe ich, dass ihr alle nicht schon. Taschenlampe.
Neki is jár az aranyére, most jelleg is a Szeltekotri is egy csomag. Verdient? Absolut, das müsst ihr sagen. Ja. Absolut verdient. Ja. Form nochmal getoppt, muss man ganz klar so festhalten. Ja. Von hinten einfach brachial. Wir hatten das Thema vorher schon. Ne? Also einfach nochmal eine ganze Ecke schärfer gekommen, ja. In meinen Augen. Also im Vergleich zu den anderen Shows, die ich gesehen habe. Immer ein Stückchen besser, ne? Ja, ja. Ja. Aber das ist ja auch die Zielsetzung gewesen. Die Zielsetzung. Ne? Nächste Woche nochmal besser, ne? Ja. Ja, der Pokal ist da vorne. Benni ist da, ich bin der Pokalträger. Was ein geiles Ding, ne? Das lässt sich doch sehen, oder? Ja, das lässt sich mal sehen, ne? Ja, das lässt sich wirklich mal sehen. Teurer wie das Preisgeld wahrscheinlich, sogar aus Holz, ne? Ja. Echt Holz, also diesmal kein Plastik. Kann man sich vorstellen. Ja. Runde voll gemacht, erstmal Gratulation, Digga. Hattrick! Was steht jetzt an? Jetzt geht's eigentlich erst richtig los, up to words, oder? Up to words. Ja. Wieder mal getroppt, alles nach Plan gelaufen. Ja, super. Über den Tag wurde die Form nochmal besser. Wir haben heute die Ladestrategie von gestern auf heute eben nochmal ausgeweizt. Das hat zu einem leichten Spilling geführt. Über den Tag hatten wir aber den Vorteil, dass er jetzt erst zu spät auf die Bühne kam und da wurde die Form dann auch perfekt. Ja. Das würde ich auch so sehen. Ganz Leistung. Weiter geht's. So, zurück im Parkhaus. Der Champion ist da. Trophies, Trophies, Trophies. Willst du mal zeigen, was du da hast? Trophies, Trophies, Trophies. Da sind sie. Hier. Ganze Team mit am Start gewesen. KWK Coaching. Easy. Easy da. Soll ich mal jetzt auch zeigen? Ich habe hier den Vice President. Soll ich das nochmal hier? Ja, genau so. Wird man irgendwie schon sehen, denke ich. Ja, hier. Trophies, Trophies. Ja, Mann. Digga, mach das aus, sonst kriege ich nachher Urheberrechtsverletzung. Da sind sie. Einmal Men's Bodybuilding Short Pokal. Auf jeden Fall ganz nice. Dann gab es einen Sonderpokal, den keiner von uns gecheckt hat. Aber so wohl heißen, dass du den besten Cut hattest, ne? Freddy, hatte ich den besten Cut heute? Der war's ja von Reserve und der. Den besten Cut. Conditioning. Ja, es ging ums Conditioning tatsächlich. Also wir waren uns nicht ganz sicher, ob es die beste Kür war oder das beste Conditioning, aber anscheinend war es ganz okay. Und dann gab es hier nochmal den großen. Den Brecher. Hol ihn mal raus, den Brecher, komm. Hol ihn raus, pack ihn aus. Pack ihn aus, Alter. Das ist mal ein richtiger Pokal. Das ist mal ein richtiger Pokal. Der Gerät. Der Gerät. Der Gerät. Das ist der erste Pokal, der wirklich mal, finde ich, einem Overall entsprechend ist, den ich dieses Jahr bekommen habe. Ja, der ist deiner Leistung entsprechend. Pokal steht auf Säulen. Steht auf Säulen wie ich. Ja, Leute, war ein mega geiler Tag. Wenn ihr was zu kommentieren habt, lasst es in den Kommentaren da. Ihr könnt ja mal schreiben, ob es gerechtfertigt war, dass ich den Sieg geholt habe hier. Und ansonsten würde ich sagen, so, dass es auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Tag für mich war. Abonniert unbedingt den Kanal, wenn ihr verfolgen wollt, wie das Ganze auch auf der Weltmeisterschaft laufen wird. Und ansonsten lasst gerne auch ein Like da für die Leistung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Ciao.